Lalilu, 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 und willkommen zurück zur Nachtwanderung in Planet Explorers. Wir haben dieses seltsame Camp der Riesenkiller hinter uns gelassen und verholen gerade einfach so vor uns hin. Ne? Auf dem Weg back to the camp. Guck, die Muri spaziert auch nur noch. Die hat nämlich ein bisschen Knast. Plant Fiber. Was alles gibt. Gut, dann müssen wir uns ein bisschen was in die Binde kippen. Das ist ja nicht weiter schlimm. Ach, lecker, was ist das hier eigentlich? Besser, ich weiß es nicht. So, das mal alles da rein. Und straight Richtung Camp zurück. Schupidupidupidupidu. Kann ich eigentlich auch schneller laufen? Kann ich auch Gas geben? Kann ich auch... Oh, guck mal hier. Steuerungstaste. Blocken. Sollte man vielleicht ab und zu mal benutzen. Ja. Habe ich eigentlich noch Pfeile? 111 Pfeile, das ist schon mal eine Hausnummer. Da kann ich mit leben. War 0 oder was ist das Schwert? 9. Schild. Dass die Zahlen da unten nicht beschriftet sind, das geht mir schwer auf den Zeiger. Erwähne ich schon, wie dunkel es hier ist? Da ist irgend so ein Vieh. Hallo Vieh! Das ist ja ein komisches Ding. Und das sieht auch ganz schön eklig aus, finde ich. Ich gehe lieber weg. Schubidubidubidubidubidu. Nachtwanderung. Oh. Pflanze. Sammeln. Vampire Leaves. Ja, wozu auch immer die gut sind. Ich will mal Alt drücken und mich umgucken, wie bei Arma und Daisy und so. Wo man mit der Alt-Taste den Kopf steuern kann. Das geht ja hier nicht. Meine Fresse, es ist aber auch dunkel, ey. Leck mich am Arsch, ey. Lalalala, nehmen wir wieder Vampire Leaves mit. Oh, da vorne sind wieder ganz viele. Sind jetzt wieder diese kleinen Futzis. Ja, ja. Bestimmt. Diese Freaks, die so... Die hau ich nicht, weil die grooven bestimmt. Wie die Hölle. Viele kleine sind schlimmer wie ein großer. Ich muss mal mehr laufen in die richtige Richtung. Schubidubidubidubidubidubidu. Wird Zeit, dass wir ein Gefährt finden. Obwohl, wenn wir selbst ein Gefährt haben, ist ja gar nicht so einfach. Weil die Fahrphysik lässt ja auch zu wünschen übrig und man kriegt relativ viel Schaden. Mit den Fahrzeugen, wenn man so über holpriges irgendwas fährt. Das ist gar nicht so ohne hier, ja. Gerade hier durch so einen Wald ist das scheiße, ja. Aber wir müssen ja dann ja auch fahren, weil sonst steht das Fahrzeug ja an irgendeiner anderen Stelle oder so. Das ist ja auch bescheuert. Hallo! Geh mal aus dem Weg, Digga. Meine Fresse ist hier hoch. Ich sehe nichts. Wo geht's denn hier lang? Rote Augen. Rote Augen ist ja immer schlecht, habe ich gehört. Stirb halt. Hässliches Scheißvieh, ich hasse dich. So, jetzt wieder die Frage, ist das 7? Ja. Da lang. Oh, da ist noch so eins. Alle Vater, leck mich da am Ärmel, ey. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Nee, 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 nee. Aber dein Kollege hier, der sieht mich irgendwie. Geh weg, Langzunge. Mich hier anzüngeln. Du perverses Schwein. Was hast du davon? An langen Zunge hier an irgendwelchen Frauen lecken, das geht ja schon mal gar nicht. Hier fängst du woanders hin, Lüstling. Ach, kann mal einer das Licht anmachen hier in dem Paradies. Ach ja, in den Spielen steckt immer so viel Arbeit drin, unglaublich. Aber da fällt mir gerade ein, Planet Explorers hat auch jetzt die Tage kein Update mehr gebracht. Dafür gab es natürlich wieder ein schönes 7 Days to Die Update. Was soll ich sagen? Ich mache ja immer mehr Werbung für 7 Days to Die wie für alles andere, habe ich den Eindruck. Das liegt halt daran, weil die wirklich viele Updates bringen. Jetzt wieder ein Update gebracht mit neuen Items, neuen Receipts, also neuen Rezepten und Kram.
ist abartig. Ja. Da spielst du zwei Wochen und oder nicht zwei Wochen, je nachdem. Und auf einmal gibt's ein Update. Hier war jetzt die 752, ist hier gerade die Version 0.752, meine ich, ja. Und rote Augen kommt nicht mehr. Geh mal kacken. Oh, Alter, das war ja wieder klar. Habt ihr die Tour gesehen? Die war ja ultra mega lang. Ah, ich hab's aber platt gemacht. Nee, du bist so hässlich. Vor allem habe ich diese Revival-Shots gar nicht mehr so viele. Cut current stamina in half. Na, kann ich mit leben, Digga. Hier ist das Problem, Nüsse. Nee, brauchen wir nicht. Revival Shots, die muss ich mal herstellen wieder. Wo geht's denn nach Hause? Geht dir nach Hause telefonieren? Oh, das war wieder so ein Vieh. Ey, geh weg! Und ich brauche mal bessere Rüstung oder so. Ja, es steckt immer schon relativ viel Arbeit in den Spielen, das muss man sagen. Und bei Seven Days to Die, die hauen da ein Zeug raus. Die Fun Pimps, heißt das Entwicklerstudio. Die kloppen ein Zeug raus, ist unglaublich. Die sind da echt hinten dran. Der Joel Hewinick, oder wie die sich aussprechen. Das sind da, glaube ich, zwei Brüder oder was auch immer. Die haben den gleichen Nachnamen, die zwei Entwickler. Mit dem einen hat schon damals geschrieben, weil ich ja so eine Vorversion haben wollte zum YouTube-Filme machen. Aber die kamen ja nicht in die Gänge, die Spackos. Beziehungsweise der Joel hat gesagt, du, ist kein Problem, machen wir. Und dann hat man ewig nichts gehört und dann kam nichts und dann war das wieder erledigt. Ja? Total bescheuert. Schade, ich hätte gerne Seven Days to Die Videos gemacht vor allen anderen. Beziehungsweise mit ganz wenigen vielleicht zusammen, weil es waren ein paar dabei, die hatten ja eine Vorabversion, leider. Leider, leider, leider. Und da hat auch nichts gebracht, dass ich gespendet habe. Na gut. Tarik! Jetzt knacken die hier alle, sind die bescheuert oder was? Ich laufe mir einen Ast ab und ihr macht hier ein bisschen Siesta oder was? Aufgestanden. Adventures? What happened? Well, after you guys left, some crazy creatures came crawling out of the dark. They were super quiet, and before we knew what was going on, they already took off with a couple of our people. It was freaking scary. Er sagt scary und hier steht terrifying. Okay. Are they still alive? I have to believe that they are. In fact, I was just waiting for you guys to come back so that we can go rescue them. Well, I know I'm asking for a lot, but we have to save them. Ach, jetzt muss ich hier wieder die rettende Marie machen, oder was? Hör mal auf, ey. Not right now! We don't have much time. Ach komm, was sie mich hier mehr voll haben, wir haben keine Zeit, keine Zeit. Meine Fresse, ich hab keine Zeit! Was hast du im Shop? Shoppen ist immer wichtig, ich bin eine Frau, ich brauche Schuhe. Ach nee, hier waren wir schon mal. Scheiße. Ich habe ein Bullet Receipt und Scheiß, aber ich habe gar keine Knarre. Dobions. Was ist das hier eigentlich? Grenade. Fixed Damage 300. Okay. Bronzepanz. Ui, ganz schön teuer alles. Diese Zs hier, die nerven auch so ein bisschen. Das ist auch Partikeleffekt, glaube ich. Ja gut, ja, egal. Was machen wir jetzt eigentlich? Was habe ich hier noch alles dabei? Dirtblock habe ich dabei, das ist ja ganz wichtig. Ich würde ja ganz gerne mal auch wieder hier runtergehen. Ehrlich gesagt. Ich überlege, wie groß diese Map hier noch ist. Ja? Wozu ist der Rahmen hier? Ist der Rahmen das Gebiet, das momentan mit Quests belegt ist, oder was? Das wäre ja abartig. Weil wie lange man hier ja schon läuft, ne? Immer. Ich glaube, ich laufe mal hier wieder zurück und mache mal die alten Quests. Ich habe den Eindruck, das ist eine bessere Idee. Wie hier mit euch Losern abzugammeln, ey. Wie viel haben wir denn? Nachts kurz vor zwei. Das ist doch scheiße. Das ist eine scheiß Zeit, um rumzulaufen, wo man nichts sieht. Was machen wir denn jetzt? Wir könnten jetzt natürlich einfach mal die Zeit verstreichen lassen und warten, bis Tag ist. Wir könnten auch schlafen. Weil ich habe ja ein Bett. Oder hatte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Habe ich das noch?
gucken wir doch mal. Resoße. Ich hatte mal ein Bett. Da ist es. Ich hab's mal eben aufgestellt. Schlieb. 12 Stunden? Nö, das ist mir ein bisschen viel. 8. Ah. Draußen wird's hell, guck. Flup, flup, flup. Tatsächlich, die Sonne und alles geht viel schneller. Wie geil ist das denn? Gehen Sie mal weg da, ich sehe nichts. Und gib mal vor allen Dingen mein Bett her, du Arsch. Auch was alle aufstehen. Hey Mädels! Was geht? Alles frisch, ne? Schlupper gewechselt! Oh, ich hab einen ganz geilen Arsch. Oh. Ich bin das Schwert, rette mich! Was für ein Scheiß. So. Wir laufen mal ins andere Camp oder sollen wir erst Rettungsmission machen? Ne, wir laufen ins andere Camp, weil ich will diese. Ich will diese Dings haben. Ich will eine Karre bauen. Minicoin. Ach, hier ist das Loch. Der Loch. Wer der WoW gespielt hat, der kennt das noch. Aus den Anfangszeiten. Der Loch. Ich muss zu dem da laufen, okay. Units of Steel 19 von 20? What? Habe ich nicht einen Steel gemacht vorhin? Krasse Scheiße. Okay. Da ist der Chief gelaufen. Schubidubidubdubdubdidu. Sieht auch schon viel angenehmer aus hier, wenn es hell ist. Viel schöner. Schöner, dünner. Es gibt übrigens ja auch so einen Paraglider hier. Da muss man zwar hoch hinaus, um das Ding benutzen zu können. Ich habe es ja schon mal in dem Bildmod benutzt. Aber, ja, das hat man ja selten, dass man so hoch hinauskommt. Ja, man latscht schon ganz schön. Oh, die Kamera kann man ganz schön weit machen. Wow, okay. Schon ist wie so ein RPG Top View quasi. Third Person. So, morgens 10 Uhr, ein netter Spaziergang im Wald. Was willst du mehr? Hm? Was willst du mehr? Und hässliche Kreaturen. Aber das ist doch kein Schildkröten-Dingens-Dingens. Das Vieh hat ja so einen komischen Panzer, hat das schon. Hm. Und das gibt's auch in klein. Eingelaufen beim Waschen, oder was? Naja, gut. Ich will da mal nicht so sein. Ich verliere ein bisschen die Richtung. Schubidubidubdubdubdidu. Ich war in the Baum. Was ist das da rechts? Das sieht nicht freundlich aus. Das sehe ich schon. Hallo, Sir. Ich hätte da mal eine Frage. Wie wird denn... Oh, ich wusste es. Ich sehe nichts vor allem. Das ist das Schlimmste. Ah, liegt er auf dem Rücken. Hey, chillst du, hm? Muss ja aufpassen jetzt hier. Ich habe ja hier Block, aber ich weiß nicht, ob das das gebracht hat. Aber so eine Welt kann ich euch auch machen in Unity, wo man so rumläuft. In First Person, das ist kein Problem. Ein paar Bäume hingesplattert. Bisschen Gemüse. Alles ratzfatz erledigt. Oh, guck mal hier, da war ja einer. Hallo! Wow! Wer sind Sie denn? Der ist aber groß. Hm, okay. Ich will da mal nichts zu sagen zu den Jungs hier. Das Gras, wie schön es weht. Welch Traum. Schubidubdubdubdu. Da fällt mir ein, ich hab gleich einen Kundentermin. Oh mein Gott. Ist auch so ein Fail für die Techies, die es interessiert. War gestern beim Kunden und die haben Office. Eine Business-Version von 2013 will ich installieren. Muss man ja mittlerweile online alles aktivieren, beziehungsweise über einen Online-Account das machen.
Tja, habe ich den Kunden online registriert, dann bekommt man eine Bestätigungsmail von Microsoft für die E-Mail-Adresse, für den Account und erst dann kann man sein Office wirklich installieren, weil der Key wird ja online registriert. Tja, da kam dann gestern über mehrere Stunden die Bestätigungs-E-Mail nicht. Das heißt, ich konnte kein Office installieren, dem armen Kunde. Jetzt fahre ich da heute nochmal hin. Ein Glück ist es nur 5 Kilometer. Jetzt fahre ich da heute nochmal hin, weil die E-Mail gekommen ist. Ich habe gestern mehrfach auf dem nochmal Senden-Button gehämmert, so ungefähr 10 Mal, bis dann Microsoft gesagt hat, du kriegst keine E-Mail mehr. Ja, und dann kamen sie wohl irgendwann. Der sieht auch nicht freundlich aus. Hallo, Mister! Hallo! Das war wieder klar. Alter, du bist ganz schön aggro, Alter. Ja, was hast du davon? Am Mädchen in die Wäsche gehen. Geh kacken. Muss schon lang, da lang. Oh, die Mutti hat ein bisschen Kratzer abgekriegt, glaube ich. Regeneriert die eigentlich wieder? Das sieht man so gar nicht, ne? Ich finde, da könnte dann unten so plus 1, plus 1, plus 1 am Lebensbalken lang hochlaufen. Dass man das mal sieht, dass man das weiß. So ganz unauffällig. So ganz kleines plus 1, so flupp, flupp, flupp. Oder plus 5 oder was auch immer das ist. Weil ich bin mir nicht sicher, ob sie das jetzt regeneriert. Ja, doch, doch, der Balken hat sich bewegt. Alles klar. Da ist wieder das hässliche Vieh. Ich bin ja am Überlegen, ob ich das mal umlege. Dazu muss ich mir natürlich erstmal so ein Ding hier einverleiben. Und ich glaube, ich werde mit dem Bogen anfangen, auf das Vieh zu schießen. Ja, ich bleib am Gebüsch hängen. Mit dem Pfeil. Ist auch klar, Unity. Hallo. Ich schieße auf you. Oh, oh. Das sieht aber nicht gut aus. Ih, das schießt ja. Spock mich nicht an, das ist ein Lama. Pff. Ich hätte eine faire Chance. Bleib mal, ich muss wissen, was das für ein Vieh ist, ob ich das besiegen muss oder nicht. Assi, bleib mal hier, du bist eine Dreckschwarte, du. Na toll, jetzt auch noch auf mich drauf fallen. Animal Fat 7. Das heißt, du bist ein ganz schön fettes Vieh gewesen. Aber ist keins von denen. Nee. Ah, hätte sein können, das ist so ein Vieh, was ich jagen muss. Hallo! Du schleifst da ein Genital hinter dir her. Ich hab's dir schon mal erklärt. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist ja ein lustiges Ding. Kann ich das mal fällen? Apropos fällen, wo ist denn eigentlich meine Axt? Achso, die hab ich ja reparieren lassen. Wer auf der 3. So. Also äußerst interessantes Pflanzengerät. Und eine ganz eigene Grafik in Planet Explorers. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Ist so vom Stil ein bisschen bunt, ist so ein bisschen WoW-mäßig eigentlich. Tja. Wenn sie denn dann diesen Baumstumpf zerhackt hat, geht's weiter. Plant Fiber. Kann mit leben. Irgendwie habe ich mich ein bisschen verpeilt hier mit dem Weg. Merke ich gerade. Was quant denn hier bitte? Hallo. Was ist mit dir passiert hier? Oh, den hat wohl gerade zersägt. Das war wohl das große Vieh. Danke übrigens auch. Sehr geil. Das Wasser sieht hier aus wie ein Wasserfall. Dubiance, Dubiance. So, dann laufen wir ein bisschen hier am Strand lang. Ist ja auch romantisch quasi, ne? Und nebenbei pfeffern wir uns irgendwas in die Binde. Wow. Schubidubidubdubdubdub. Was machen sie denn da? Was ist denn hier los? Da ist ein großer. Der große steht auf dem kleinen. Aua, meine Fresse. Das ist aber nicht nett. Das ist ein Baby oder was? Okay. Gut, dass wir das geklärt haben.
Ich könnte mal ein paar Leitern machen und irgendwie so auf so einen Baum hoch und mir dann ein Haus bauen oder so. Oh, da ist wieder so ein Genital hinterher Schleife. Bin ich eigentlich nicht mal irgendwann da, sag mal hier? Meine Herren. Papadapapa. Oh, ich seh's. Ich seh's. Ich zoome mal ein bisschen ran. Oh, was ist das denn? War da eben so ein kleiner, so ein Kacke. Das kann ich doch bestimmt sammeln hier, das sieht schon so aus. Red Mushroom. Was bist du, ey? Oh, schön fetter Apparat, mein Freund. Fett und hässlich. Hola, guck mal hier. Nehmen wir mit. Oh mein Gott, das ist aber wirklich hässlich. Das ist ja wie ein Nashorn. Das sieht doch voll aggressiv aus. Oh, ups. Alter. Das hat sich gar nicht zu mir gedreht. Ich dachte, das macht mir nichts. Fuck. Was ist in mir drinne? Alter, hör mal auf. Wo soll ich denn hinlaufen? Ich hänge fest. Ist es denn die Möglichkeit? Jetzt nehmen Sie mal Ihren fetten Arsch aus meinem Gesicht. Oh, meine Herren. Ah, das sah schon aggressiv aus. Ich hab's ja gleich gesagt. Jetzt muss ich mal kurz warten, bis der ein bisschen Abstand hat. Oh, habe ich das verdient. Komm her, du kleiner Scheißer. Weg hier. Weg! Man muss echt aufpassen. Heutzutage bist du ja von nix sicher. Nachts hast du die komischen Lecker da. Dachst du, warst du mit dem Riesenmonster? Sehr wundert mich, dass hier so ein Drache hier antreift. Antreift, das heißt, er fährt mich also an. Drive by Shooting sozusagen. Was ist das eigentlich für ein Riesenpenisfels? Was ist denn das? Meine Herren, hier hast du was zu tun den ganzen Tag. Hä? Was für ein Fels? Dumbios, Dumbios. Hallo? Können wir hier ein Camp errichten? Ich find's hier total schön. So, wo ist denn eigentlich diese total Panne-Tussi eigentlich hin? Diese arrogante... Naja, egal. Ich glaube, das war die hier, oder? Die war aber relativ hübsch. Oh, die ist in der Tat sehr hübsch, muss man sagen. Wollen wir mal einen Bodycheck machen? Wo willst du denn hin? Hi! Ja, die ist in der Tat, ist das schon ein Schnittchen. Ich quatsche jetzt mal an. Also, Püppchen, hör mal. Ne? Ja, ein bisschen unförmiges Gesicht, oder? Irgendwie ist der Kiefer ein bisschen seltsam und das Kinn ein bisschen spitz und so. Also, das mit dem Hübsch, ich nehme das mal zurück. Wer bist du? Hallo? Siehst ein bisschen aggressiv aus, geh weg. Hm, okay. Moment. So, jetzt hör mal zu. Hey, hey. Ach, das ist die Alte, das hör ich schon wieder. Das Hohlbrot. Ich habe keine Maus. Ah. Making an engine. Welche ist das? Well, did you get those greenback rhinos? Nein, natürlich nicht. Nice to see you. Nehmen wir mal das untere. Ah, Engine Script, Chipset Script. Do you have the materials? Ja. Got stuff for me? I'm already done writing the Engine Script and the Chipset Script. Do you have the materials? Ah ja, sag ich doch. Da. Engine. Das war doch das, oder? Offensichtlich nicht. Was hat die hier für mich? What do you want? What do you want? Was willst du denn von mir? Ah, finish what you told me to do. You need to work harder. Du kannst mich am Arsch lecken. Ja, aber ich hab doch das Material für, hey, das, hey. Für die Engine. Nice to see ya. Ich will das ganze Gelaber eigentlich gar nicht haben. Ich brauche offensichtlich noch was, aber was denn? Turtle Shells? Ne, Engine?
Die hat doch ein... Ich hab doch irgendwas, hey, hab doch das Fragezeichen hier. War das nicht so? Grün und so? Dann sind wir fertig und so und, ne? Das ist unerledigt, das Durchsichtige, und dieses Türkisfarbene ist erledigt. Was hat sie hier noch mit ihrem wahnsinnsriesigen Schild? Bleiben Sie mal stehen. Ach so, die hat nichts für mich. Die bohrt mal lieber eine Nase. Alles klar. Was mit Lang, 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 Lang? Ja, toll. Ach, da diese Lichtdinger hier, die sind ganz lustig. Cream-Colored Lightbox Decoration. Kann ich das kaufen? Das ist ganz witzig, das Ding. Das ist so eine Lampe. So eine futuristische Lampe. Wie baut man die denn? Ach, scheiße, wie hieß sie denn? Ah, Cream-Colored Lightbox. Was ist denn das hier? Pigment? Okay. Und Simple Plastic. Und einmal Copper. Mann, ich will jetzt hier so ein scheiß Skript abgeben. Well, what do you expect? I'm surprised. Nice to see ya. Dieses scheiß Gelaber, nicht hören, gehen sie weg. Since you cleared out the fire bears, we can go to our ship and see if we can salvage anything. You coming? Really? Oh, I'm so glad he is okay. I've been so worried. We should head that way when we get the chance. Thanks for telling me. Here, have the script for the artillery turret as my appreciation. Boah, ich hab ein Artillery Script bekommen. We touched down away southwest of here. It wasn't pretty. The landing radar got screwed up by some interference and we came in way too hot. The boat landed in a nest of those fire bears. Nasty suckers. We lost a bunch of people right away. It was chaotic. We just ran as fast as we could and pretty much left everything at the crash site. Got stuff for me? Hey! Glad to see you're still in one piece. I'm okay, other than a nice to see ya. Okay, viel Gelaber um nix. Don't die out there. Don't die out there. Du kleine Kröte. Du kannst mir lecker an die Arsche, hä? Ich will es nicht so laut sagen, das Fenster ist auf. Denken Leute noch, ich hab's nicht alle. Was hab ich denn hier eigentlich? Wooden Ladder Script. Gelernt. Und hier war dann noch irgendwas. Bullets hab ich doch schon. Sword hab ich auch schon. Hat die mir nicht irgendwas gegeben? Jesus. Irgendein Skripte? Panne? Dann wohl nicht. Dann wohl nicht. Ja gut, dann... Ach, jetzt hat die auch kein... Jetzt habe ich aber immer noch diese Engine-Geschichte. Muss ich das vielleicht bauen? Ich habe doch hier überhaupt keine Engine, oder? Gucken wir mal. Hier können wir noch was auswählen. Dum, 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 dum. Synthetic Materials. Mhm. Creating Element. Consumables Building. Was ich alles machen kann. Defenses. Ist klar. Dommage, dommage. Warum hab ich das Quest? War das Quest nicht von hier? Making an Engine? Ich dachte, das war diese Tussi. Die war ja hier in dem Camp ursprünglich. Naja, gut, da hilft er. Ich schwächel irgendwie, sehe ich gerade. Ich muss mal was essen. So. Ja, aber ich sehe schon, wir sind schon wieder in der Aufnahmezeit ganz weit vorne. Viel zu lang. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange Videos immer machen, aber das Spiel geht einfach viel zu schnell. So, jetzt habe ich es wieder. Es geht einfach viel zu schnell die Zeit rum im Spiel. Ich bin der Berg. Ich bin der Fels. Man nahm mir meine Beine. Man nahm mir meine Beine. Alles, was ich habe, ist dieser Bogen. Und damit schieße ich in die Welt. Die Vögel ab. Vögel? Vögel. Fliegen. Merkwürdig. Na gut. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und abonnieren nicht vergessen, Kommentare nicht vergessen und Anregungen nicht vergessen und Essen nicht vergessen. Alles klar, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.